Neues Video am Start und wir reagieren heute wieder darauf. Trimax, Ropes Level 103 in Lichtgeschwindigkeit leveln. Das Video ist vom 18.06., also ein bisschen länger her. Hatte ein bisschen Videostau, aber jetzt reagieren wir darauf. In Lichtgeschwindigkeit leveln ohne XP-Event, weil in der Zeit war kein XP-Event. Ich bin mal gespannt, wie er es vorhat und was er Leute, macht. Trimax hier. Let's Heute geht go. es weiter Ich mit bin Heyday. Ich werde Level 103 werden. Letzte Maschine freizuschalten. Ursprünglich Level 100, mittlerweile Level 103. Es ist wahnsinnig schwer. Wir sind bei 11.750 Euro, die wir ausgegeben haben. Am Ende des Projekts. 11.700, ey. Betrag, den wir ausgegeben haben. Nochmal für einen guten Zweck spenden für eine Für nur Level, was ist das? Unserer Wahl. Ultra Irgendwo nice. Bei 60, Wenn's ne? Gefällt, Heyday-Videos sind momentan die besten. Noch besser als Clash Royale, Clash of Clans, Fortnite, Song Competition. Heyday-Videos ist einfach auf der 1. Ist aber auch ja, sehr geil. Heyday ist halt. Es kam leider ist halt kein gut, Event ne? raus. Wir haben jetzt Lieferwagen-Bonus, aber nur mehr Münzen. Das brauchen wir gar nicht. Ich werde jetzt einen richtig schönen XP-Boost aktivieren und wir werden die Schiffe füllen. So. Und es gibt sogar noch Angebote. Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, könnt ihr das machen. Kauft euch nichts, ist alles viel zu teuer. Außer dem Farmpass, den könnt ihr euch gönnen. Der Farmpass ist echt gut, ja. Shop. Vielen Dank an jeden Einzelnen. Greater Code Zoroma B. Und der hält 7 Tage, der Code. Genau. Und ich werde ja, heute richtig auch doof, alle 7 Tage mal neu eingeben. Ich schon erworben habe. Total bescheuert. Nein, das war lost. Was mache ich denn? Ich hätte vorhin einen XP-Boost anmachen können. Oh Gott, was ist das jetzt? Wähle einen. Nee, XP-Boost funktioniert beim Farmpass nicht. Was jetzt? Was ist denn hier am Start? Kann ich die wegmachen? Löschen. Schub behalten 4? Ich kann zahlen, die zu behalten. Also wenn man XP-Boost an... Hier habe ich ganz viel Mist. Aktiviert. Ich aktiviere das Ding mal. Was macht der denn jetzt? Ja, das hier noch. So viel, ich habe ganz viel Mist. Hä, warum aktiviert er das denn? Warum löscht er das so, hier einfach? Wir gönnen Hä? Uns... Oder ist es einfach da drin? Größte, ne? Weniger Kisten, ist das auch gut? Oder weniger Zeit? Ach du Scheiße, das kostet jetzt, wenn ich mehr aktivieren möchte als 3. Das wusste ich nicht. Kannst du auch löschen, die schlechten Löffel. Oh, hey. Die Kisten aktivieren, ja, ne? 3 weniger Kisten. Welche Schübe aktivieren. Geil. Und auf jeden Fall, wenn man XP-Boost aktiviert, haben wir zählt alle? Das nicht für einen Farmpass, für die Farmpass-XP. Die Farmpass-XP ist fest, okay, egal was man macht. Das ist 50%, ne? Das hier. Das ist der Beste. 100% gibt's nicht, ne? 50 ist das Beste. Und ja? Die Farmpass-XP orientiert sich an dem Punkt, wo man in dem Level ist. Das heißt, wenn ich jetzt mit Anfang des Monats Level 30 bin, dann kriegt die Level 30 XP für den Farmpass. Das heißt, wenn ich Level steige, bleiben auch die XP-Belohnungen bei dem Farmpass. Auch die Geldbelohnung. Aber je höher ich im Level bin und der Farmpass startet, sind die XP-Belohnungen höher, weil die sind nämlich prozentbedingt an das Level. Alright, dann machen wir den an 12 Stunden Zeit. So, jetzt soll ich noch im Shop gucken. Da 12 Stunden 50%. Schnäppchen steht hier jetzt. Schnäppchen. Die werde ich hier ziehen. Die Schübe, Schübepaket 3. Soll ich mir alle Schübe holen? Kann ich die so viel speichern? Ihr holt euch nur einen Farmpass, das reicht. Alle holen. Kann ich jetzt sehen, welche das werden? Ich habe echt Pech mit den Schüben. Bisher war nicht einmal XP. Seht ihr jetzt nicht, weil ja, ich die Schübepakete sind so schlecht. Habe ich auch ein Opening Fischbaum gemacht. Blend's mal hier oben ein von diesem Schübepaket-Opening. Das linke Paket, das kriege ich jetzt. Boah, schlecht. Ich hab einmal XP bekommen. Kann das oh, war ja. Da war nur Schiff ganz du? Okay. Aber den brauche ich ja nicht. Du holst mir. Er nimmt den für, nur für und einen Tag jetzt. Auch da draußen helfen. Ihr könnt in eurem Warum das denn? Teichbiom Federn organisieren. Die sind schwieriger er zu organisieren. Er holt sich Federn. Erstmal alles absahen. Und die dem Clan. Man muss das nicht direkt decken oder was so. Man muss das nicht, also Federn hätte ich nie geholt bei Tom. Oh lol. Da war ein Hammer drin. Danke. Warum hat er das denn gemacht? Klar, er will Decken produzieren, dann die XP mit ja, Diamanten und so, aber trotzdem. Was nehmen wir hier? Schnell gemacht, das für die ganze Season, ne? Bäckerei Brot? Am besten. Weizen zu Brot. Links. Ofen. Brotofen. Aktivieren. Was bist du? Deko? LKW für Land. Ah, das sind krasse Teile. Was ist das? Derby-Aufgabe reaktivieren. Sollte eine mal fehlschlagen, kann man das die reaktivieren damit. Ne? Ist das Sirupgerät besser? Kann man, hat man noch eine, Zucker, ne? Ja. Noch eine Chance. Ein Puzzleteil! Schau mal an! Okay, dann müssen wir jetzt die Aufgaben machen. Das kriegen wir doch hin. So, dann gehen wir erstmal 20 LKWs. Schiffe rein. Haben wir hier alles? Wir müssen ist ja ganz jetzt chillig. Haben. Leute, ich habe meine Scheune so doll vergrößert. Ja, da passen jetzt 3.850 Sachen rein. Und mein Clan hat mir Level 61. Was ist das? Das ist so eine Riesenscheune für das Level. Sushi auch am Start. Ich hab die beste Heyday Community. Was heißt das? Warum ist das so? Die sind einfach weg von der Karte. Ich hole jetzt nochmal für einen nochmal. Achso, oh, wir müssen dazu rechnen. Wir hatten 11.750 plus 35 plus 100. Ich hole jetzt nochmal 100. 11.885. Am besten irgendwo aufschreiben. Boah, aber er gibt aber auch 10 Diamanten für Speck aus, obwohl er es da hat, ne? Also, verstehe ich dann auch nicht. Er hat Schweine fertig und gibt trotzdem Dias aus. Das soll jetzt doch auch ganz gut XP geben. Oh, nice. Als nächstes auch wieder ein Puzzleteil. Bei 40.000 ist er gestartet ungefähr, ne? Ah, ich kann auch alle Tiere nochmal wach. Also ich glaube... Es geht auch immer gut XP und Items. Mehr als ein Level wird er nicht schaffen hier in einem Video.
Er ist einfach zu ungeduldig, ne, für Heyday. Bei Heyday brauchst du ein bisschen Geduld. Muss ich auch bald mal neu. Mir fällt's auch manchmal schwer. Ich bin auch echt ein ungeduldiger Mensch, aber bei Heyday muss ich mir echt manchmal nehmen. Robin. Ja, ich hab das nicht. Geduld. Ich hab auch kein Hamster. Ich weiß, es ist schwer. Aber ab und zu muss man das bei Heyday haben. Ja, ein paar Kisten sind gefüllt. Wir haben fast 10.000 da jetzt. Anpflanzen, dass wir ganz kurz noch was aktivieren. Das ist aber keine Lichtgeschwindigkeit hier, Trimax. Das ist alles andere, aber keine Lichtgeschwindigkeit. Dabei ist. Wie lange braucht eine Zwiebel? Zwiebelsalatkorb, Reis, wie lange braucht alles? Zwiebelsalatkorb, Reis, was braucht am kürzesten? Zwiebelsalat, Reis ist der kürzeste. Reis, 45 Minuten. Es gibt einen Boost, extra Münzen? Den aktiviere ich doch, oder? Er hat doch eben gesagt, er braucht keine Münzen, oder? Lohnt sich ja übel, wenn wir jetzt 20 Dias. Ja, den hier nehme ich. Der wird aktiviert und dann pflanze ich. Wie lange brauchst du? 10 Minuten und du brauchst 15 Minuten. Warum macht er das jetzt? Guck mal, es gibt jetzt ja übertrieben viel. Es gibt jetzt 4.000. Ach, Doppeltgeld LKW. Wow. Achso, da hat das aufgenommen. Ah, okay. Schneller gehen. Puzzleteil wieder bekommen. Auch geil. So. Wollen wir hier noch ein bisschen was? Also geldmäßig macht er jetzt echt gut Fortschritte, aber XP-mäßig noch für Ziele. Schließe Lieferwagen wird das nicht so gut enden hier. Lieferwagen abschließen, mache ich noch nebenbei. Erdbeer fehlt. Alright, das haben wir. Das haben wir. Sushi haben wir auch noch, ne? Ja, 31 Sushi. Oh, ja, Kirschen hat er ja unendlich. Kirschen haben wir seit der letzten Aufnahme auch genug. Habt ihr mitbekommen? Im Glücksrad. Ja, Glücksrad ist wieder da. Oh, ein Freispiel. Decke. Decke? Eigentlich so, ja, mit Gelee-Bohne so das Beste, was er kriegen konnte hier in einem Rad. Das kriegt er bestimmt irgendeinen Schmutz. Ja, so, ja, okay, geht. Sojasauce. Nicht so schlecht. Naja. Es geht. Boah, das ist echt viel. Da kommt echt. Boah, Federn, aber davon hat er genug, aber die würde ich nicht in ein Schiff packen. Die würde ich eher freigeben. Kirscheis haben wir. Okay, hat er doch gemacht. Boah, jetzt hat er mal einen Sprung gemacht, ne? Da ist schon 40.000 XP. Die Scheune wird nicht wirklich leer. Würde echt mal interessieren, wie lange er dafür braucht. Also, es sind ja jetzt nicht diese 14 Minuten, die das Video lang ist. Ich brauche die Kissen, mich um die Kissen kümmern. Decke ist besser, sagt er. Ich brauche Kürbisse. Kürbisse brauche ich dringend. Oh mein Gott. Guckt euch das an, wie der hilft. Guckt euch das an. Das ist doch krank. Das ist der. Oh mein Gott! So viele Federn. Oh ey, mein Gott! Ich brauch ganz dringend Kürbis. Holy shit, das war ja ein krass. 370 Federn in der Schweine, ey, hat die noch nie. Über die noch Zeit. Nie. Auch wieder fertig abschicken. So krass. Kommt zusammen. Genial. Ist das erstmal genug? Jetzt kann ich nämlich. Eine Decke bringt wie viel XP? Für 7 Gems für. Oh mein Gott, 200 180. XP. Ja, 200. 200 XP mit dem Boost. Für 7 Diamanten. 2000 für 70. Stoffe sind leer. 20.000 für 700. Erdbeeren haben wir alles auch weg. Kürbisse perfekt. Weiß nicht. Also 20.000 XP für 700 Diamanten. Ah! Geil. Nicht so, oder? Eis herstellen. Wir haben sehr, sehr gut. Finde ich irgendwie. 90.000 XP. 200.000 für. Ich nur die Schiffe mache. 7.000 Diamanten. 7 Gems fast 200 XP, Euro. Dann kostet dein Level so 1800 Euro. Echt? Mach den Schiffboost weg, der klaut dir die Kisten, die XP geben. Ist das sinnvoll? Ich glaube, ein Profi hatte gesagt, dass es besser ist, mehr Schiffe zu machen. Aber der hat nicht berücksichtigt, dass es mir nicht nur um möglichst viel XP aus meinen Gems geht, sondern auch damit um die Zeit. Oliven? Viele wollen hier immer auch Tipps geben im Chat, aber ihr müsst nicht nur gucken, wie kriege ich am meisten XP, sondern wie ist die XP- und Zeitquote. Ja. Was willst du? Das ist so am besten, wenn er so macht. Das habe ich ihm aber auch geschrieben. Mit Tomaten kriegst du auch nicht. Dass er mit mehreren Schiffen viel mehr XP macht als mit mehreren Kisten. Finde ich gut, dass er das macht. Was ist das denn? Scheune voll! Jetzt habe ich keine Stoffe mehr. Es sind zu viele Federn. What the fuck? Das hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist. Holy shit. Kann die Federn nicht annehmen. Weil man da verkauft für die Federn, ne? Sirup und so. Auch nicht mehr. Farmpass-Ziel erreicht. Klasse. Kommen wir schon zum nächsten Puzzleteil wieder. Genial. Und eine Deko. Die beiden haben wir noch nicht. 15 Produkte vom Grill mitnehmen. Aber meine Scheune wird nicht leerer. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich muss erstmal ein bisschen. Ich brauche ein paar Stoffe. Chili Popcorn kann er verkaufen. Lettes Kleid, Schoko Popcorn. Ja, aber es ist halt alles so minimal, ne? Diese 370 Federn halt. Was ist das, günstig oder normal? Ich weiß es gar nicht. Das wär super, wenn ihr die zwischenspeichern könntet. Ich hau jetzt mal alles super günstig. Wir verkaufen ihm das ja wieder. Er hat ja 1000 Lagerfarm quasi. Der ganzen Unterstützung. Er hat schon 100.000 XP gemacht, er richtig gut. Und ihr könnt hier reinkommen, ihr könnt euch hier in den Clan anfragen, ja. Habt aber die Stoffe für ein Gold drin und dann können wir die jetzt einfach abkaufen aus dem Clan und die geben mir das dann. Das ist ultra gut. Oh ja, das waren einige. Das machen wir auch in den zukünftigen XP-Events. Guck mal, genau. Das wird gut. Genau, was ich gebraucht habe. Genial.
Sauna haben wir gar nicht. Was sagt die Scheune? Hat die ein bisschen mehr Platz jetzt? Ja, 600 Plätze. Jetzt kann es ein bisschen losgehen. Brot und Kürbis bei mir. Geil. Das ist... Er kriegt schon echt gute Sachen, ne? Muss man schon sagen. Das ist echt, echt nicht schlecht, was er dafür eine richtig gute Unterstützung hat. Pusht ihn auf jeden Fall sehr, spart sehr, sehr viele Diamanten vor allem auch. Natürlich geht er auch richtig viel Geld. Guck mal, er hat schon 200.000 Münzen gemacht, 300.000. Gute Geschwindigkeit. Ey, wir haben 120.000 XP. Doppeltes Gold und ich habe noch einen 50% Goldboost an. Da kommt gut was zusammen. Man muss echt aufpassen, sich davon nicht anstecken zu lassen. Ich habe auch schon manchmal in den Streams irgendwie Produkte jetzt gejammt, weil ich das, weil ich zu ungeduldig war, aber man darf sich echt nicht mal anstecken lassen. Das ist schon krass. Jetzt gehen die Federn ordentlich weg. 200 XP pro. 200 XP. 7 Gems, das ist echt. Ich find's, also ich find's keine gute Quote, muss ich sagen. Aber. Ich weiß nicht, was Trimax dazu sagt, aber er scheint es ja gut zu finden und will das ja nicht machen, aber... Wieso ist immer, wenn ich Heyday spiele, das so stressig irgendwie? Also wenn ich Offstream ganz entspannt spiele, ein paar Sachen anpflanze, alles chillig, Onstream immer so, zack, eine Stunde Zeit, boost es an, der ganze Clan hat 1 Million Materialien, die müssen alle mit Schiffen und Wagen weggeschickt werden. Decken soll nur derjenige kaufen, der unendlich Münzen hat. Zwei aus dem Clan, die unendlich Münzen haben, was halt auch ein Giga-Vorteil ist. Jan, wie heißen die beiden mit unendlich Münzen? Nico und Billy Butzi sind's. Okay, sehr geil. Mit unendlich Münzen. Ich mir jetzt ziemlich viele Münzen, ja. Smart, oder? Das muss ich doch eh machen. Fast das Level, ey. 220.000 XP hat er gemacht. Nicht schlecht. Wieso schreiben alle Feld? Wegen den zwei freien Feldern. Das ist es gerade. Ich brauche 20 Millionen XP und diese zwei Felder sind es, glaube ich nicht. Voll, das ist doch jetzt mega unbefriedigend, wenn das Feld in 7 Minuten fertig ist und ich pflanze hier irgendwas an, was länger als 7 Minuten braucht. Das ist doch noch viel, 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 viel mehr am Triggern. Wenn das in 7 Minuten fertig ist und ich baue jetzt hier neu an und das braucht dann 15. Das ist noch, das finde ich noch viel schlimmer. Dann ist es danach wenigstens leer. Ja, das stimmt, ne? Jetzt hier das stimmt, das stimmt. Fast das Level. 230.000 XP. Schnell gemacht, oder? Scheiß TNT soll doch eh weg. Ich weiß uns gar nicht, wohin damit. Boah. Ich hätte es dann lieber, glaube ich, so verkauft, weil wir möchte es ja eh nur weg haben. Weil, klar, es gibt XP jetzt, aber so schlecht, muss man viel mehr verkaufen. Aktiv. Also, ist jetzt egal, wie erstmal. Also, ich hätte es jetzt auch reingefeuert, aber ihn stört das ja meistens. Und diese minimalen XP, die er jetzt bekommt. Jan, du sagst die ganze Zeit. Bewerbung. Was meinst du mit Bewerbung? Leute, die wir für immer in unserem Clan aufnehmen oder Leute, die kommen und ein paar Sachen spenden? Wir haben mal tausendmal auf die Sachen draufklickt, ne? Also mit der Schiffskiste, mit der Mine jetzt. Ein bisschen komisch. Das kann ich hier alle üben. Ach, er hat eine Bergbauaufgabe. Okay, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, okay, dann hat die natürlich auch in die Mine geballert. Die Bergbauaufgabe habe ich nicht gesehen. Laufen dann auch die ganze. Aber die Schmelzofen so zu füllen ist ja auch Zeit richtig gut. Das hat sich gerade so angehört, als würde er das, als würde ihn das stören, das in die Mine zu packen. Aber so, ja gut, so ist natürlich am besten. So kann man es immer gut machen. Wenn er die Minensachen von den Leuten kriegt, das dann in die Mine hauen und hier dann die Schmelzofen zu produzieren. Weil die Schmelzofenprodukte geben immer ganz gut Geld. Eher weniger XP, aber richtig gut Geld. Machen wir den hier und den hier. Haben wir Äpfel? Oh, also wenig XP auch nicht, aber so Mittel. Mittel XP, gut, gut Geld. Noch einen Lieferwagen abschicken. Auch wieder mitnehmen. Neue Derby auf. Noch 4000 XP, so Level Up. Wir sind 8er nur. 8er finde ich irgendwie schlecht. Welche Liga sind die denn? Perfekt. Warte mal. Welche Liga sind die? 8er finde ich irgendwie. Okay, sind schon Champions Liga. Okay. Zack, die ist auch perfekt. 4 Schiffe, bumm, da ist direkt das erste. Den auch wieder wegschicken. Level up. Oh, er hat's geskippt, ne? Er hat's geskippt. Oh, ne, Donny, ich dachte schon. Das ist es. Level 62. Oh, jetzt hat er Eichhörnchenbaum. Super. Die jammt da bestimmt. Jedes Mal diese Decken für einen 10er Batzen. Jammt da die? Ich sag ja. 1000 raushauen, ne? Spielst du auf Tablet? Ja.
Alright, dann sind wir heute für heute fertig. Ach, schon wieder 41.000 XP auf Level 2. Hey, drei Schiffe? Ein Level gemacht. Das ist keine 320er Aufgabe. Das können wir so 306 oder so, ne? Ich hab's jetzt nicht geschafft, in den anderthalb Stunden meine Mates aus der Community aus dem Clan leer zu kaufen, was ich ziemlich krass finde. Wir bräuchten noch mehr Zeit und nächstes Mal, wenn da ein XP-Boost sich anbahnt, gehen wir dann da ordentlich rein. Machen wir nächstes Mal. War wieder sehr geil. LKW Doppel XP. Langes, schweres Projekt bis Level 103. Es soll angeblich auch dreifach XP-Event-Lieferwagen geben. Davon gab es bisher noch nie eins. Da müssten wir dann gefühlt irgendwie einmal im Jahr einen Stream oder so machen. Vielen Dank an die Clan-Führer und alle aus dem Clan, aus der Community, die hier ordentlich am Mithelfen sind. Ohne die wäre das Ganze natürlich noch viel teurer. Gar nicht zu bewerkstelligen, tatsächlich. Ja, okay. Was geht langsam voran. Ja. Geil. Voll gut. Ja, so an sich guter Part. Gar nicht zu bewerkstelligen. Hatte echt einiges gelevelt, hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und so viele Federn in der Scheune, ne? Krass. Also, ja, also ich weiß nicht genau, warum er so viele Federn sammelt, weil jetzt hat er ja auch nicht alle Decken gejammt, ne? Mal sehen, wie es weitergeht und ich bin gespannt auf das nächste Doppel-XP-Ecke-Event. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao.